an einem Samstagmorgen in den bayerischen Ferien. Die Autobahnen sind voll. An einem Rastplatz an der A99 treffen sich Robert Schwind und Tanja Langer mit Kollegen. Sie sind Stauberater. Die A99 ist schon ziemlich voll für die Uhrzeit heute. Wir sind bis jetzt vom Süden raufgefahren, also vom Kreuz Süd bis daher. Da läuft es noch störungsfrei. Aber durch das, dass einiges nachkommt, kann schon sein, dass sich da jetzt auch in der nächsten Zeit ein bisschen was entwickelt. Genau. Sonst noch Fragen? So weit, so gut. Wunderbar. Dann gute Fahrt, viel Spaß. Gute Fahrt, bis später. Viel Erfolg. Bis später. Danke. Wir sind für die Verkehrsbeobachtung da. Wir sind Ersthelfer bei Unfällen. Wir sichern ab. Wir kümmern uns um Pannen, sowohl auf der Rastanlage als auch auf der Autobahn. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Und eben da zu versuchen, immer das Beste draus machen, das ist die Herausforderung. Und das, was auch richtig Spaß macht. Von der A99 geht es auf die A8. Ihr heutiges Revier liegt zwischen München und dem Inntal-Dreieck. An Ferientagen extrem staugefährdet. Auf einem der Wirtschaftswege entdecken Sie ein Auto. Ein Pannenfahrzeug? Servus, grüß euch, hallo. Ich bin der Robert. Die Pannen ist schon weg. Wer ist weg? Aufgefahren ist. Die Polizei wollte nicht kommen, die kommen wohl nicht, haben sie gesagt, bei einem Unfall. Okay. Habt ihr das Kennzeichen von dem anderen? Ja, sie hat das, keine Ahnung. Das Problem ist, sie ist volle Karacho hinten drauf gefahren und die Anhängerkupplung lässt sich bewegen und es ist ja einiges gestaucht. Also die kann man so nicht mehr ausfahren. Ja, ich muss aber heute nach Südtirol. Fertig. Ja. Also, jetzt pass auf. Wir stellen jetzt erstmal Warndreieck da hinten auf, vor der Kurve. Wie bei jedem Unfall oder bei jeder Panne gilt, zuerst absichern. Weil ich nicht will, dass so einer ums Eck rumgeschossen kommt und uns von der Straße wegt, das wäre nicht so gut. Die Familie stand im Stau, als eine Frau hinten in ihr Auto gefahren ist. Fahrradträger und Anhängerkupplung sind kaputt. Vielleicht auch mehr. Okay, dann rufe ich einen ADAC an. Haben Sie eine ADAC-Clubkarte dabei? Dann machen wir es jetzt über einen ADAC. Tut mir leid, dass ich so. Nein, alles gut. Ist verständlich. Ist verständlich. Haben Sie einen Schluck Wasser? Also nicht für uns, sondern für sich. Ich habe einen Schluck Wasser. Die Familie kommt aus Mettmann in Nordrhein-Westfalen und ist heute schon mehr als 650 Kilometer gefahren. Genau, dann holen wir einen Abschlepper. Das holt so einen Abschleppdienst. Das ist, glaube ich, das Beste. Weil sie sind auch ein bisschen aufgeregt alle. Genau, super. Fertig. Ciao. Urlaubsziel der Familie ist Südtirol. Bis dahin sind es noch 250 Kilometer. Es ist blöd, weil das eigentlich fahrbereit ist, das Auto. Man könnte eigentlich nur ein Stück runterfahren, ja, mit dem Hänger? Ja gut, den kommen wir hinstellen. Mir geht es bloß darum, dass man nicht, dass euch dann da um die Kurve und kommt und auf die Autobahn schaut. Weil vielleicht, weiß ich nicht, nach diesem Telefonding vielleicht ein bisschen rechts in den Grünstreifen rein. Dann steht sie da aber ein bisschen sicherer da vorne. Auto und Heckträger müssen aus der Gefahrenzone. Schnell erledigt, dank ausklappbarer Rollen. Jetzt. Ja. Aber für die restlichen 250 Kilometer muss eine andere Lösung her. Perfekt. Telefonnummer habt ihr auch weitergeben. Normalerweise ruft ihr so 10 Minuten, eine Viertelstunde, bevor er da ist, nochmal an. Die werden jetzt das Auto, die Familie, den Fahrradträger am Fahrrad in die Werkstatt fahren. Und dann wird man einfach weiterschauen, ob die mit dem Auto weiterfahren, wie man das Fahrrad zum Urlaubsort bringt. Perfekt. Also toi, toi, toi. Ja. Trotzdem noch schönen Urlaub und von dem nicht vermiesen lassen. Gell? Also, ciao. Für die Stauberater ein kleiner Einsatz, für die Familie eine große Hilfe. Und das ist genau das, was eine Facette dieses Jobs als Stauberater ist, dass man eben durch die Erfahrung, durch die Routine die Leute relativ schnell beruhigen kann. Die Situation kann man in dem Fall nicht ändern, ist klar, aber den Weg aufzeigen und dann sind die Leute schon mal wesentlich entspannter und das ist einfach das, was mega Spaß macht. Wenig später sind Robert Schwind und Tanja Langer wieder unterwegs auf der A8. Während ihres Einsatzes kontrollieren sie nicht nur die Autobahn, sondern auch die Rastplätze. Die Rastplätze zählen ja genauso zur Urlauberroute. Und wenn jemand strandet, steht er ja meistens auf der Rastanlage. Und es ist nicht selten der Fall, dass dann irgendjemand winkt und sagt, ah, ich warte auf Sie oder können Sie mal schauen oder so.
Wenn die beiden Stauberater auf einem Rastplatz stehen, dauert es nicht lange, bis sie jemand anspricht. So auch jetzt. Hallo. Servus, hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Auto. Und zwar stehe ich da drüben. Okay. Bei mir hat sich der Ladeluftschlauch gelöst. Ich habe das schon versucht, mit Kabelbindern zu fixieren, aber das ist irgendwie... Bei dem VW-Bus, oder? Ja. Können wir uns mal anschauen. Schauen wir mal, ob wir irgendwie mehr sehen wie du, weil du kennst dein Auto wahrscheinlich eh relativ gut, nehme ich mal an. Ja, ja. Genau, wenn Ende kommen wir schon ungefähr. Der junge Mann kommt aus Stuttgart und ist unterwegs nach Österreich. Also, das ist der gute Kandidat. Ja. Okay. 1,9 Turbodiesel, wie man ihn kennt. Mhm. Und hier und ist halt der Schelle, Problemkandidat. Also man sieht hier sogar von der Seite so ein bisschen, da hat sich das Metall komplett irgendwie... Das ist schon irgendwie ein bisschen geschmolzen, was auch immer das ist, genau. Ich denke, da werden wir mit unseren Bordmitteln jetzt nicht wirklich weiterkommen, weil wir hätten zwar Panzertape, aber mit diesem ganzen öligen Luftgemisch da drin werden wir nicht recht weit kommen. Oder ein Kabelbinder hast ja du schon hier. Ja. Ich denke, dass da der Straßenwachtler irgendwie eine Idee hat oder dass der so eine Schelle dabei hat, wo man das fixieren kann. Okay. Dann macht es jetzt durchaus Sinn, dass wir einen Straßendienst herbeordern, dass sich der das anschaut und dir so weit wie möglich weiterhilft dann. Alles klar, genau. Super. Der Mann scheint sich auszukennen. Die Veranstaltung, zu der er unterwegs ist, dreht sich jedenfalls um Autos. Wir sind gerade auf dem Weg zum Red Bull Ring. Da gibt es Formula Student Österreich, ist quasi ein Wettbewerb. Wir bauen da halt so kleine Rennautos, wo wir dann in unterschiedlichen Disziplinen nicht nur um die Wette fahren, sondern halt auch andere Sachen, zum Beispiel Businessplan, Design und sowas wird da halt bewertet. Und da sind wir halt auch gerade auf dem Weg hin. Robert Schwind versucht, so schnell wie möglich Hilfe zu organisieren. Ja, perfekt, okay. Schickst du mal vorbei, wunderbar. Ist gut zu sehen, sind Reinigungsmittel im T-Shirt und der blaue Verschluss. Perfekt, super, alles klar, danke dir, ciao. Okay, und seid ihr mit genug Getränken versorgt? Und Dank zurück. Wir haben Wasser im Auto. Habt Wasser im Auto. Okay, dann. Perfekt. Können wir im Moment leider nicht mehr für euch tun. Genau. Das Beste. Also der Fahrer ruft nochmal so 10 Minuten, eine Viertelstunde vorher nochmal an, bevor er da ist, dass ihr die Info auch nochmal habt und ihr seht ja dann gelbes Auto. Ja, alles perfekt. Klar. Genau. Dann wunderbar. Viel Erfolg. Vielen Dank. Gute Fahrt noch und viel Erfolg mit eurem Projekt. Genau, danke. Macht es gut. Danke. Euch noch einen schönen Tag. Ciao. Danke, euch auch. Danke. Genau. Ciao. Servus. Tschüss. Ciao. Ciao. Der Straßenwachtfahrer wird in knapp einer Stunde da sein und das Auto hoffentlich wieder fahrtüchtig bekommen. Tanja Langer und Robert Schwind wollen zurück auf die Autobahn. Doch weit kommen sie nicht. Auf dem Parkplatz braucht noch jemand ihre Hilfe. Servus, hallo. Servus, hallo. Servus, bin der Robert, servus. Bin der Gäste. Hi. Ich habe ein kleines Problem, schon der Motor, der wird immer warm. Okay. Aber nur, wenn der Gang draußen ist. So. Wenn der Gang draußen ist? Wenn, wenn der Gang drinnen ist, dann, wird er nicht warm. Dann läuft er normal auf der normalen Temperatur. Okay. Ich habe jetzt schon die Kühlflüssigkeit geguckt. Jetzt haben wir mal versucht, die Sicherung zu suchen für den Kühler. Kühler, ja. Könnte ja sein, dass der Fahrtwind ist. Wenn er einen Fahrtwind kriegt, ist gut. Und wenn er keinen Fahrtwind kriegt, dann würde aber wiederum heißen, dass der Ventilator nicht geht. Weil der wäre ja gerade da, wenn er keinen Fahrtwind kriegt. Ja, ich habe jetzt gehofft, dass quasi die, nur die Sicherung ist. Ja, genau. Aber ich habe die Sicherung noch nicht gefunden. Noch nicht gefunden, ne? Handbuch habe ich gesehen, habt ihr schon da links, seid schon, sind schon fleißig irgendwo gut versteckt. Wir haben ja auch eine kleine Abwechslung genau, für die Jungs Kollegin, dabei. Ihr seid zwar schon relativ groß, aber vielleicht habt ihr Lust zum Malen, Günther Bruder. Ihr seid zu zweit, oder? Ja. Okay. Die Familie, inklusive drei Kindern und zwei Hunden, kommt aus Bad Dürkheim an der Weinstraße. Und auf dem Weg wohin? Kroatien. Du hast so ein Drittel, oder? Ja, Drittel Strecke? Wir wollten jetzt eigentlich noch 200 Kilometer fahren und dann wollten wir einen Zwischenstopp machen. Also hinter Salzburg irgendwie, oder? Ja, ja. Mhm. Du kennst ja dein Auto schon länger. Sicherung unterm Armaturenbrett, so wo sie normal sind. Motorraum habt ihr ja schon geschaut, oder? Motorraum haben wir geschaut. Da haben wir jetzt welche gefunden. Ja, aber das sind nicht die wahrscheinlich, oder? Von der Anleitung? Die Anlage warte mal. Warte mal, schauen wir mal. Gehen wir mal rüber, schauen wir mal. Robert Schwind und Tanja Langer sind als Stauberater auf der A8 unterwegs. Der Urlaubsverkehr sorgt für Trubel an diesem Samstagmorgen.
Eine Familie auf dem Weg nach Kroatien ist mit ihrem Camper liegen geblieben. Liegt es an der Elektrik? Warte mal, schauen wir mal, gehen wir mal rüber, schauen wir mal. Die Sicherungen für die Elektrik sind irgendwo im Auto. Aber wo genau? Vielleicht gibt das Handbuch ja Antworten. Sicherungen im Motorraum? Da habe ich jetzt was gesehen, Sicherungen im Motorraum. Der Motorraum, der ist vorne. Genau. Okay. Das müsste eine größere sein. Eigentlich ja, genau. 50 Ampere. 40 Ampere, genau. Wir als Nicht-Automechaniker können nur schauen, ob man mit dem Menschenverstand weiterkommt. Es gibt auch Sicherungen im Motorraum, Kühlerventilator. Es ist eben das vom Verdacht her, wo ich habe, dass der Kühler aus welchem Grund auch immer sich nicht dreht oder der Ventilator. Darum war es jetzt einfach mal auf gut Glück die Überlegung. Aber ich denke, das ist was für die Automechaniker, dass die dann mal schauen. Die haben dann auch die verschiedenen Prüfmöglichkeiten und der muss dann weiterschauen. Können wir so verbleiben, Ausschau halten nach dem Kollegen mit dem gelben Auto, der kommt. Und dann sollte er da mal drauf schauen und in der Regel bringen die Autos wieder fit soweit. Sehr gut, so machen wir das. Ich lege es wieder rein, dass es nicht verloren geht. So etwas wie Urlaubsstress kennt der Besitzer des Wohnmobils nicht. Ja, wir haben Zeit. Das geht. Wir haben Zeit, ja. Wir haben so eingeplant quasi, dass wir einen Puffer haben. Genau, deswegen sind wir nicht so stressig. Und wir machen das alles schön entspannt. Gute Einstellung. Da wartet jetzt eh Stau auf euch. Wenn ihr jetzt fahren würdet, würdet ihr im Stau stehen. Also ist es genau das Richtige, ein bisschen Pause machen und dann, wenn alle weg sind, wieder weiterfahren. Aber ich sehe gerade, da gibt es ja noch Mädchen dazu, oder habe ich das jetzt? Da gibt es noch Mädchen dazu. Die kriegt natürlich auch noch was zum Malen. So, hallo, da haben wir noch was für die Dritte. Dankeschön. Bitteschön. Damit es den Kindern in der Pause nicht langweilig wird, verteilt Tanja Langer Geschenke. Also das sehe ich jetzt persönlich als meine Hauptaufgabe, da ich jetzt also fürs Technische einen Robert habe und ich sozusagen der soziale Part bin, weil ich Kinder halt gern mag und ich finde, die freuen sich. Also das sind so dankbare Klienten, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so dankbare auf der Straße, die warten, denen ist heiß und denen ist langweilig und die freuen sich über jede Abwechslung. Also das ist eigentlich mein Lieblingspart jetzt an der Stauberatertätigkeit. Wir haben hier so Malbücher dabei, so Teddybären eher für die ganz Kleinen. Auch so Vorlesebücher, solche Sachen, Frisbees, so Kleinigkeiten halt einfach. Und wenn es Autos noch gibt oder Familie noch gibt, die nichts zum Trinken dabei haben wir natürlich auch Getränke dabei. Diese Familie hat das Wohnmobil vor 3 Jahren gebraucht gekauft. Es ist rund 20 Jahre alt und hat mehr als 100.000 Kilometer auf dem Tacho. Also ich denke schon, nachdem es ein älteres Baujahr ist, wo ja noch viel mechanisch ist, dass da der Straßenwachtler schon irgendwie einen Zaubergriff hat oder vielleicht überbrücken kann oder was der Geier was. Die haben da ihre Tricks und Kniffe. Die Hoffnung ist also groß, dass die Familie mit ihrem Wohnmobil bald nach Kroatien weiterreisen kann. Robert Schwind und Tanja Langer sind zurück auf der A8. Am Fuße des Irschenbergs entdecken sie erneut ein liegen gebliebenes Auto. Diesmal in Fahrtrichtung München. Servus, hallo. Hallo. Irgendwo zufällig vorbeigefahren. Genau. Ja. Servus, ich bin der Robert. Hallo. Servus. Ich war auch kurz davor, euch gerade anzurufen. Ja, dann schauen wir mal. Gut, also jetzt. Der Kollege hier hat wahrscheinlich folgendes Problem. Also er hat keine Kraft mehr, schon seit 5 Kilometern. Okay. Und wir haben jetzt auch der Fehler Einspritzanlage dazu. Okay. Und er ist auch ausgegangen. Mhm. Geht jetzt aber wieder an. Also ich schraube selbst ein bisschen und das hatte ich eigentlich schon mal. Ja. Das ist auch ein bekanntes Problem, wenn die Intankpumpe kaputt ist. Dass er keinen Sprit kriegt. Meistens praktisch. Dann aber unter 15 Litern. Ich hatte es wie gesagt schon mal, er ist ausgegangen und ich konnte mir helfen. Ich habe 20 Liter Sprit reingekippt. Ja. Dann konnte es ein bisschen was ansaugen, dann konnte ich bis heimfahren. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht hilft das hier auch. Okay. Ein bisschen Sprit rein, wenigstens von der Autobahn runter. Ob mit oder ohne Sprit, das Wichtigste ist, dass das junge Paar von der Autobahn wegkommt. Denn hier ist es gefährlich. Plan ist jetzt der, wir rufen jetzt unseren Kollegen im Auto an. Dann können wir die in den Bergen aufschleppen, da oben ist eine Tankstelle. Wir werden das dann von hinten mit dem Motorrad absichern. Die Kollegin ruft jetzt gerade das Auto an, dass der kommt. Hallo Toni, ich bin's Tanja. Du, wir stehen hier am Fuß vom Irschenberg. Wir bräuchten jetzt einmal ganz dringend deine Hilfe.
Der Kollege der Stauberater ist unterwegs. Währenddessen sucht das Paar nach einem Abschlepphaken. Wir kommen von Kroatien, aus Istrien, bei Poreč. Und wir fahren jetzt nach Hause. Also wir haben es ja eigentlich schon fast geschafft. Noch 300 Kilometer übrig. Ja, das ist natürlich 10 von 10 ärgerlich. Das ist so das Schlimmste, was mit passieren kann. Ich meine, gut, immerhin ist uns nichts passiert. Wir konnten uns jetzt hier schön auf den Strandstreifen retten. Und naja, ärgerlich ist natürlich immer, ne? Keine 10 Minuten später ist Einsatzleiter Toni Vogel am Pannenort. Zusammen mit Robert Schwind möchte er sich ein Bild von dem Defekt am Auto machen. Hi, servus. Schaut's aus? Naja, er läuft, aber oben aus fehlt es ihm. Hat er keine Leistung? Wie gesagt, keine Leistung mehr, ja genau. Er hat gesagt, er kennt das Problem und oben aus. Kannst du mal ein bisschen Gas geben, dass ein bisschen dreht halt wieder? Okay. Guck mal, ja, das passt schon. Der kriegt wahrscheinlich keinen Sprit, gehe ich davon aus. Ja, passt, kannst du ausmachen, genau. Schleppt man jetzt hoch bis zur Tankstelle, dann steht er hier aus dem Gefahrenbereich raus. Genau, dazu schleppen wir, sichern, dann, wir sichern von hinten ab. Oder genau, hinten ab super, und dann. Genau. Ihr sichert die Spur, dann machen wir die Spur dicht und dann schleppt man weg. Genau. Gut. Machen wir. Perfekt. Der Plan steht. Nur der Abschlepphaken macht Probleme. Ja, da kommst du hin. Kommst du rein? Schaut gut aus. Bevor Toni Vogel den Pannenfahrer den Irschenberg hochzieht, gibt er ihm zur Sicherheit noch ein paar Anweisungen. Sind Sie schon mal mit dem Abschleppseil abgeschleppt worden? Bisher noch nicht, nee. Bisher noch nicht, okay. Jetzt haben wir hier eine Herausforderung. Der Irschenberg ist relativ steil, es ist relativ lang. Das heißt, wir fahren jetzt maximal 60 km/h. Sie halten bitte so Abstand, dadurch, weil es berghoch geht, dass das Seil immer auf Spannung ist. Ja. Und dann starten wir jetzt. Alles klar. Auch die Stauberater Robert Schwind und Tanja Langer freuen sich, dass das Abschleppen problemlos verläuft. Schließlich sind sie genau dafür da. Ich helfe einfach gern. Ich bin gern da und ich finde es einfach schön, wenn Leute aus einer schwierigen Situation gut rauskommen. Tanja Langer und Robert Schwind konnten heute allein bei 8 Pannen Hilfe leisten. Und auch für den Rest der Ferien sind sie auf den Urlaubsstrecken im Einsatz.